So, da wären wir wieder. Wir haben einiges zu tun, immer noch beim Strom. Vor allem denke ich, die Fuel Blocks werden bald alle sein. Deswegen greife ich jetzt auf rabiate Mittel zurück. Und zwar... Jawohl, ich könnte einfach mehr Fuel Blocks herstellen. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich nicht vielleicht anfange, die Knochen zu verheizen. Ja, wir haben ganz viel Leichtöl. Nee. Also ja, Knochen verheizen könnte eine gute Methode sein. Aber ich denke, das ist einfacher, wenn ich einfach hier noch eine so eine Chemical Plant hinhaue oder die hier einfach schneller arbeiten lasse, wenn sie denn nachher Strom hat. Apropos Strom, ich wollte auch davon welche bauen. So. Stopp, habe ich eine Chemical Plant? Nein, dann erst die Chemical Plant. Da. Blinkt irgendwo was gelb? Nö. Bau die, bau die. Wo bauen wir die hin? Eigentlich da hat sie Anschluss an das Rohr. Das rausnehmen könnte interessant werden, aber was liegt da auf dem Boden? Ein Boiler MK2. Komm mal mit. Sehr interessant, was hier auf dem Boden rumliegt. Ihr habt nicht genug Wasser. Warum habt ihr nicht genug Wasser? Muss ich mir gleich angucken. Eins zur Zeit, eins zur Zeit. Du, kein Peak. Du. Setz dich mal dahin. Du klaust dann von da. Was? Nee, klaust du nicht. Du klaust dann von da. Das machst den da weg. Aber kommt gar nicht hinterher. Okay. Schnell. Schnell. Du machst bitte Fuel Block aus Leichtöl, ja. Zwar schnell. Leg sie damit drauf. Gut. Es muss genug durchkommen, damit die durchgehend laufen. Es muss aber auch genug eingelagert werden, damit das System welche bekommt. Hier, nimm mal. Ich brauche die gerade nicht. Ja, Stromverlust. Noch eine Sache, die ich testen wollte. Bau mal die da. Ja, sie machen keinen Strom. Und sie machen auch nur Strom am Tag. Das ist übrigens eine Sache, die ich beheben kann. Die werde ich auch gleich beheben. Ich wusste nämlich nicht, dass seitdem der Multiplayer-Modus eingefügt wurde, die Lua-Befehle alle verändert wurden. Und man jetzt einen /C davor machen muss. Das heißt, ich kann gleich beheben, dass wir ewig Tag haben. Und zwar genau dann, wenn ich anfange mit der Solarenergie. Schön, ne? Aber ja, alles andere wäre unfair. Zurück zur Solarenergie. Ja, sie produzieren nicht sehr viel Strom. Echt nicht viel. Aber wenn wir davon 100 Stück hinsetzen, sind das schon mal 6 MW. Und das ist nicht zu verachten. Okay, eigentlich nur 3, weil ne, wir haben ja auch Nacht dann wieder. Was ich übrigens jetzt machen könnte, weil ich muss eh warten, bis sie fertig sind. Also, du /C. Game.speed gleich 1. Okay. Und was war das andere? Game.alwaysday gleich true. Jetzt müsste das gleich von 12 auf 12.15 Uhr springen. Kaschan. Ich laufe einfach mal weiter. So, die Zeit da unten läuft schon. Ja, also die Zeit läuft weiter. Das müsste auch demnächst auf 12.15 Uhr springen. Ist alles gut. Ich brauche jetzt Platz. Und zwar richtig, 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 richtig viel. Hier würde sich anbieten, weil wir da... Nee, das würde ich hier später weiter müssen. Zwischen den Solar... zwischen den und den da. Ja, mach erstmal. Gucken, wie viel Platz sie brauchen und dann... Ja. Das ist jetzt echt nicht viel. Aber jedes bisschen zählt inzwischen. Was sagt das System? Wir kriegen 0,5 MW aus Solarzellen. Hey, haben oder nicht haben. Das heißt, die werde ich nach und nach erweitern. Nicht unbedingt hier, weil die sieht jetzt irgendwie doof aus. Hier vielleicht. Ja. Nimm die mal kurz wieder mit. Ich glaube, ich habe gerade einen Roboter aus dem Flug geholt. So. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie ein tolles Muster finden. Ja, da drin geht das. Und ich könnte dann außen immer noch rumlaufen. Ja, das ist gut.
Also davon hätte ich gerne ganz, 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 ganz viele. Und ich hätte eigentlich ganz gerne auch die höhere Stufe erforscht. Was brauchen die denn? Da. Die brauchen rote Zellen. Haben ein Output von 100 im Gegensatz zu 60. Ich glaube, da gehe ich eher weiter auf Masse. Statt Klasse. Weil, ne, wir müssen uns ein wenig distanzieren von der Vorstellung, dass wir jetzt super toll sind. Wir sind gerade wieder in ein dunkles Zeitalter gestoßen worden durch den neuen Patch. Wir haben schon mit dem Gedanken gespielt, Knochen zu verbrennen, um unsere Stromreserven aufzufrischen. Das wirkt nicht sehr Hightech. Warum verbindet ihr euch nicht? Das ist dieser doofe Bug, der schon seit der allerersten Version besteht, ja? Oh ne, ich habe einen Fehler gemacht. Ne, habe ich nicht. So, okay. Da. Oh, warte mal. Ah, das sieht doch schön aus. Wir können nicht... Ich kann nicht mehr durchlaufen. Ich hätte mir gerade überlegt... Ich kann eh nicht durchlaufen, wenn ich den hier überall nicht baue. Ja, okay. Also, die Überlegung war folgende. Ich baue hier die Solarpanels in die Mitte. Und die hier außen rum. Und damit wäre das Ding komplett. Und es würde schick aussehen. Problem ist halt nur, ich kann dann an keinem Punkt durchlaufen. Ich müsste dann also irgendwo so eine Art Eingangsbereiche machen. Ja, aber die Dinger bringen momentan gar nichts. Trotzdem, so, du da. So, weiterbauen. Das mache ich jetzt auch nur als so einen kleinen Tropfen auf dem heißen Stein, damit alles andere so ein bisschen entlastet wird. Wir sind bei 46 rum, das ist okay. Ich glaube, um die 50 rum könnten wir schon anfangen, die Dinger wieder aufzuladen. Das heißt, wenn wir jetzt mal keinen Angriff da unten hätten, könnte das sogar glatt hinhauen. Das heißt, ich laufe da jetzt raus und tötet es, was auch immer es ist. Da unten ist es. Du verbrauchst unseren Strom, unsere Ressourcen und alles andere auch. So. Raus. So. Ja, hier könnte ich auch überall Strom einsparen und was weiß ich. Aber jedes Ärmchen, das ich wegdrehe, um Strom zu sparen, sorgt dafür, dass ich in X Folgen vergesse, das Ärmchen zurückzudrehen und dann irgendwelche Probleme daraus resultieren. Die Arbeit ist mir irgendwie nicht wert. Habt ihr jetzt alle genug Brennstoffblöcke? Das sieht sehr gut aus. Ja, okay. Also, das funktioniert soweit schon mal. Ich hätte gerne bessere Boiler. Bau die besseren Boiler. Ich teste was. Irgendwas ist hier ja an der Physik-Engine gedreht wurde, wie Wasser funktioniert und das erhitzt. Ja. Geht jetzt schon auf 100. Sehr geil. Mach das da weg. Ja. Also wenn kochendes Wasser kein anderes kochendes Wasser berührt, ist es heißer. Das ist die neue Welt, in der wir leben. Findet euch damit ab. Ja. Also nur weil die Verbindung da nicht ist, ist jetzt alles heißer und besser und toller. Also sehr gut. Das heißt, hier brauchen wir den neuen Boiler wahrscheinlich gar nicht. Außer jetzt noch eine Reihe rein. Will ich aber erstmal gar nicht. Was ich gerne würde, wäre den Block hier mit dem Schlangensystem auch auf 90 Grad rumzubekommen. Das schaffe ich echt nur mit den Golden Boys da. Bau die mal bitte. Gut, 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 gut. Zeig mir mal Strom. Akkus füllen sich. Yes, yes. Nach bloß 4 Folgen oder so am Strom rumgedümpelt, füllen sich ganz, 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 ganz langsam die Akkus. Gottverdammt. Okay. Warum haben wir keine lila Chips im System? Weil ich keine beantrage. Ich hätte gerne in meiner offiziellen Funktion als Chef über allem auf diesem Planeten lila Chips. Gebt mir lila Chips. Die werden gegossen, richtig? Nein, erforscht mal ganz kurz gar nichts. Damit wir weniger Ressourcen verbrauchen, weniger Strom. Du scheinst nicht zu arbeiten. Ja, 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 ja.
Das Problem, das wir jetzt schon viermal behoben haben, ich glaube, dreimal waren so Rohre, die ich irgendwo rausgerissen habe. Mal gucken, was diesmal ist. Öl wird verarbeitet. Die Dinger arbeiten. Staut sich hier nichts. Oh, Leichtöl staut sich. Das sollte ja eigentlich nicht der Fall sein. Aber das wird dann zu Petroleumgas verarbeitet. Und das Petroleumgas wird zu Schwefel? Keine Eisenplatten. Also erstmal nimm das da raus. So, und dann nimmst du bitte von nun an auch Metallplatten bitte in dein Sortiment. Denn dein Chef braucht Metallplatten da. Stell her. Wie viel Strom verbrauchst du? 210. Ja, okay, komm, hier. Alles vertretbar. Die Solarzellen, die wir gebaut haben, gleichen das aus. Aber wusch, besser. Viel besser. Gut. Also haben wir jetzt auch wieder Schwefelsäure. Also haben wir gleich auch wieder lila Chips, die gegossen werden. Und dadurch muss ich nicht so viel im Inventar rumwuseln. Aber guckt euch das mal an. Das ist absolut übel. So, gib mir Zugang zum Stromnetz. Die Akkus dümpeln ganz schön rum. Aber ich habe 8 Solarzellen, die das Ganze sofort rausreißen werden. Hör auf damit. Ja, baut die erst weiter, wenn wir... Wenn wir was? Genau, wenn die Lila-Chips wieder gegossen werden. Weep, weep, weep. Wieder unten. Und links und überall, ja. Eisenplatten, dankeschön. Ja, 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 ist okay. So. Geht weg. Verbraucht keinen Strom. So, sie würden wahrscheinlich keinen Strom verbrauchen, wenn ich anhalte, befüllt werde. Dann können sie nicht nach Hause gehen, ne? Ja gut, kommt hier, Jungs. Gebt mal euer Zeug, geht dahin, ruht euch aus und verbraucht keinen Strom mehr. Ja, Akkus auffüllen, Akkus auffüllen. Oh, die Kompressoren sollte ich ausstellen. Die allein verbrauchen schon 4,4 MW. Kompressoren waren die vorletzten. Jo, die Dinger da. Oh, das ist ganz einfach. Das heißt, die arbeiten jetzt noch eine Weile, aber dann haben sie keinen Nachschub mehr und alles ist gut. Schön. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bau mehr Solarpanels. So. Oh. War da wieder Angriff? Ja, ich glaube schon. Was für eine Frage. Es sind andauernde Angriffe. Aber, ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nach und nach bessere Boiler. Nach und nach ganz, ganz, ganz viele mehr Solarzellen. Und sobald das Nötigste gestopft ist, auch ruhig mal MK2 oder so. Hier können wir auch noch ein paar reinpflanzen. Das haut alles hin. Brauchten wir den See hier? Nö, den können wir auch gleich Water Begone. Da blinkt irgendwo was? Ja, du. Was? Requires 243. Ah, okay, so. Bauen nochmal zwei davon. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Und wie viele Steine habe ich dabei? Aber bauen nochmal mehr Landfill. Okay, ist er dabei. Du. Klick. Klick. So, ich hätte gerne... Wo ist die Substation? Habe ich die zwischen nach unten verlagert? Ich habe keine Substation mehr. Bau Substations. Da. Du stehst falsch. Nein, du stehst falsch. So. So. So, noch mehr Platz für... Solarzellen. Da, da. Ja, ich komme gleich da unten nicht mehr ran. Das Zwischending.
So. Ja, es wird immer mehr. Gut, 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 gut. Mehr Solarzellen. Was war jetzt mit den Lila-Chips? Habe ich angefordert. Bisher sind nicht wirklich viele davon gekommen. Das ist schade. Aber ist egal. Ich kann mich langsam darauf konzentrieren, was mache ich jetzt? Also jetzt, wo Strom einigermaßen wieder hinhaut. Was sagen die Ressourcen? Ich hatte hier sehr viel abgeklappt, ne? Ja, genau. Die werden nicht mehr hergestellt. Wir haben noch 5000 Kupferplatten, 5000 Eisenplatten. 10.000 Zahnräder. Warum haben wir 10.000 Zahnräder?